willkommen bei der Silver RC. Ich möchte euch heute ein weiteres Video der Reihe Tipps und Tricks vorstellen. Heute geht es darum, das Servo tauschen, das Servo wechseln. Eigentlich werden jetzt viele sagen, oh Mick, das ist doch eine total einfache Aufgabe. Nee, ich kriege so oft Zuschriften davon, wie man das macht und so weiter. Von daher macht das absolut Sinn, davon mal ein Video zu machen. Ich habe so in Deutschland auch noch nicht wirklich viel gefunden und auch noch nicht wirklich gut gemacht gefunden. Machen wir es halt selber, ne? Ich nehme jetzt hier als Beispiel den Carson Virus Race 4.2, 4.1, 4S, völlig egal. Das funktioniert grundsätzlich aber mit allen Autos genauso. Ob ihr ein Arma, ob ihr ein Corolli, ob ihr ein Traxxas, zumindest bei den normalen, die keine Doppelanlenkung haben, und so weiter, funktioniert es sehr, sehr ähnlich. Dazu gehe ich gleich am Auto aber noch näher ein. So sollte das ganze Ding dann aussehen. Ich empfehle euch vorher, die Empfängerbox einmal zu öffnen, und solltet ihr auch gleichzeitig einen anderen Empfänger einbauen, bindet ihr und lernt bitte vorher an. Videos dazu findet ihr auf meinem Kanal. Wenn ihr das soweit habt, dann steckt ihr bitte das alte Servo schon mal aus. Das alte Servo sitzt eigentlich bei allen gängigen Fernsteuerungen immer auf Channel 1. Das ist also der untere in dem Fall. Polarität beachten, und wenn ihr nur das untere rauszieht, das mache ich jetzt mal, dann bleibt ja der Regler drin und ihr könnt euch an der Polarität natürlich beachten. Ich habe mal in einer Facebook-Gruppe gelesen, ich musste dann doch herzlich lachen, dass das Servo andersrum funktionieren würde jetzt. Und dann sagte eine, ja, in dem Fall war es tatsächlich eine Frau, nichts gegen Frauen im Modellbau, ganz im Gegenteil, aber in dem Fall war es dann tatsächlich einmal falsch. Einfach umdrehen, dann funktioniert es andersrum. Das ist natürlich Blödsinn, denn wir haben hier drei Kabel. Wir haben einmal schwarz für die Masse, also Minus. Wir haben rot für Plus. Und wir haben weiß für Signal. Drehe ich es um, funktioniert es nicht. So, das müsst ihr euch merken. In der Regel ist das Schwarze immer auf dieser Seite. Ja? Und kann man auch gut sehen, was ich euch da gerade zeige. Nicht, dass ich außerhalb der Kamera arbeite. Das habe ich hier natürlich alles schon mal gemacht. Ich fahre hier eine Sonderfernsteuerung. Das ist für dieses Modell sicherlich, ganz sicher sogar oversized. Aber Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich fahre alle Autos damit. Fernsteuerung ist halt auch ein sehr, sehr gutes Tuning-Teil. Dazu in einem späteren Video mehr. So, was machen wir als nächstes? Als nächstes lösen wir das Servohorn. Das funktioniert mit einer Schraube hier oben. Idealerweise haltet ihr die Lenkung oder das Rad einfach mal fest, dann kann er nämlich nicht lenken. Und das kneife ich mir jetzt hier mal, weil ich habe diese Schraube mit Loctite angedonnert. Das möchte ich jetzt ungern lösen. Wir tun einfach mal so, als ob es gelöst wäre. Wo kriege ich die los? Ja doch, jetzt ist sie schon los. Wir machen das doch mal los. Und ihr seht auch gleich, warum ich das mache. Schraube drehen wir da wieder rein. Servohorn, grundsätzlich, wenn ihr ein anderes Servo einbaut, kontrolliert bitte, ob die Zahnanzahl, oh, hier sieht man auch mal den krassen Spiel von dem Servo. Das Ding ist einmal gefahren. Ne? Ist halt kein High-End-Servo. Wenn ihr was anderes einbauen wollt, ist meine Empfehlung immer wieder das Corolli 5226. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Gibt natürlich noch andere, die man da einbauen kann. Also achtet darauf, dass wenn euer Servohorn, wie beim Carson, wie bei Corolli, wie bei Traxxas, 25 Zähne hat, dass auch euer Servo 25 Zähne hat. Ist bei Corolli gegeben, hier sieht man das Spiel super. Wahnsinn. Das wird also auch nicht mehr so lange halten. Grundsätzlich bin ich aber sehr zufrieden mit den CS6 Servos, das muss man auch mal sagen. Da habe ich schon deutlich schlechtere Servos in RTRs gehabt. Also 25 Zähne müssen bei beiden sein. Arma zum Beispiel hat in der V5 jetzt einfach mal auf 23 Zähne umgestellt. Warum auch immer. Kann ich so nicht verstehen, aber es ist halt so. Das haben wir jetzt los. Jetzt lösen wir das Servo daraus. Und ich werde das Servo nicht austauschen, aber ich kann euch das ja zeigen, wie es geht. Böller. Gutes Werkzeug ist absolut wichtig bei sowas. Mit diesen
Rundschlüsseln von diversen Firmen, die man auch bei Amazon kaufen kann und so weiter. Da würde ich Abstand von nehmen. Die sind bei größeren Durchmessern von 5, 6 und noch größeren Millimeter sind die natürlich völlig okay. Ich habe zum Beispiel die Pivot Balls, stelle ich auch immer damit ein. Das geht. Das war auch der vom Pivot Ball einstellen Video. Aber die kleineren würde ich damit nicht machen. Da ist die Toleranz einfach prozentual zu hoch. Die sind meistens gestanzt, diese Werkzeuge. Wir verwenden hier Aeromax Honeycomb. Die sind geschliffen. Und CNC-Schliff ist immer, immer, immer präziser als Stanzen. So, wir haben die vier Schrauben raus. Und jetzt merkt ihr euch bitte, wie rum dieses Servo drin ist. Ob der die Krone, so nennt man das Teil hier, in dem Fall nach hinten zeigt oder nach vorne zeigt. Es gibt auch Servos, die sind quer eingebaut. Da habt ihr das also so da drin. Dann guckt ihr bitte, ob das Richtung Akku zeigt oder Richtung euch zeigt. So, wenn ihr so steht wie ich jetzt. So, nehmt ihr das raus. In der Regel geht das relativ einfach. In dem Fall nicht so. So, zieht die ganze Kabellage da raus. Dann kommt ihr hier unten raus und hier habt ihr auch schon das Kabel. Seht ihr auch, ne? So, dann steckt ihr das neue Servo genau so da wieder rein, wie das alte da drin war. Das geht jetzt bei dem Servo hier ein bisschen schwieriger. Das ist alles sehr eng gebaut. Das macht aber nichts. In dem Fall hat Carsten hier zum Beispiel solche Gumminupsis dazu gepackt. So, der ist schon kaputt. Ich nehme das nochmal wieder raus. Das wusste ich auch gar nicht, dass die dabei sind. Die nehmen wir jetzt raus, weil die bauen wir aus. Wenn ihr ein Servo schwimmend lagert, wie ich das jetzt mal nennen möchte, ist der Nachteil natürlich, es wird deutlich unpräziser. Da sieht man diese Nupsis. Die nehmen wir raus. Deswegen empfehle ich immer, das ist aber nur meine Meinung, und das ist auch nicht allgemein gültig, wenn ihr das einbauen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Die rauszuschmeißen, dann habt ihr ein bisschen mehr. Es ist nicht, das ist der blöde Nupsi da drunter gefallen. Boah, das ist echt eng. So, alle vier habe ich jetzt raus. Der eine ist mir da genau drunter gefallen, deswegen passte das Servo nicht. So, jetzt dreht ihr die Schrauben wieder rein. Ihr könnt auch alternativ erstmal nur zwei Schrauben eindrehen. Das geht auch. Wenn das so eng sitzt wie hier, ist das natürlich relativ einfach. Dann habt ihr das nämlich immer fixiert. Ich empfehle euch, erst eine Schraube leicht anzuziehen und dann eine zweite, weil sonst habt ihr das schnell mal verkantet oder so. Je nachdem, was für ein Servo ihr da einbaut. Es gibt beim Servo noch verschiedene Bauarten, Low Profile und High Profile, so wie das hier. Low Profile sind halt in der Tiefe deutlich weniger, haben aber auch in der Regel deutlich weniger Stellkraft. So. Ich empfehle bei so einem Auto, wenn ihr euch schon einen Zusatz-Servo kauft, 15 Kilo sollten es mindestens sein. Dann passt das 5226 sehr, sehr gut rein. Alternativ, wenn ihr ein bisschen schneller werden wollt als das 5226, geht auch das 5016. Auto ist dafür leicht genug. So. Das ist fest. Das auch. Nach fest kommt ab. Ich habe meine Funke an, die hat gerade gepiept. Das solltet ihr jetzt in dem Fall auch tun. Perfektes Timing. Und ihr stellt jetzt einfach mal das Servo an, das Auto an. Ich habe das schon vorbereitet, der Akku ist da schon drin. So, mein Hund hat es scheinbar nicht gehört. Und man kann jetzt auch hören, wie das Servo arbeitet. Oh ja, das kann man gut hören. Und jetzt macht ihr Folgendes. Das ist jetzt die Fernsteuerung meiner Frau, weil das ist ja auch das Auto meiner Frau. So, wir gehen jetzt einmal auf den Trim. Und das ist jetzt noch nicht eingestellt. Und wir stellen das jetzt einfach mal auf 0. Ich mache das mal ohne Kamera, das geht für mich ein bisschen schneller. So, da sieht man das, ist alles auf 0 gestellt. Weil dadurch stellt ihr quasi den Nullpunkt des Servos ein. So, aber wir wollen ja den optimalen Nullpunkt treffen. Und den optimalen Nullpunkt könnt ihr auch hierüber ausgleichen. Man kann auch über diese Stange, wenn man die länger oder kürzer macht, das natürlich noch besser einstellen. Das geht natürlich. Die letzten Feinheiten macht man dann tatsächlich über
helft mir mal schnell. So, sitzt drauf. Über Trim oder bei besseren Funken auch über Subtrim. Das ist noch feiner einzustellen. So. Wichtig ist, wenn ihr das Servohorn anmacht, wenn ihr das Servohorn anschraubt, schaltet das Auto dafür ein, weil nur dann funktioniert auch die Lenkung. So, hier sieht man schon, es ist ein bisschen schwächer als stärkere Servos. Welche Logik? Jetzt drehe ich das Auto mal ein bisschen. Übrigens, dass die Karo so schön oben bleibt, ist ja nicht selbstverständlich bei dem Auto. Dafür habe ich ein 3D-Druckteil hier von TKRC Parts, vertrieben über JS Parts, verkauft von Modellbau Metz. So, muss ich das sagen. Und natürlich auch den schönen flexiblen Heckspoiler. Das erleichtert das Schrauben an dem Auto ungeheuer. Ungeheuer. So, wenn wir jetzt mal schauen wollen, ich nehme die Kamera jetzt mal in die Hand. Und dann sieht man, dass die Lenkung ganz leicht nach da geht. Und das können wir halt einstellen über den Trim. Ab und zu mal lenken, weil es kann sein, dass der Servosaver da aufmacht. Und ja, das war genau falsch rum. Hoppala, ich habe mich jetzt verdrückt. Ich mache das hier alles mit einer Hand und halte nebenbei die Kamera. Das ist weniger optimal. Ich stelle die Kamera mal ein bisschen ab hier. Und stellt halt darüber den gerade Auslauf ein. Jetzt sieht man das. Schön. Ja, mega. Das ist bei dem Auto jetzt nicht ganz so einfach. Ich muss hier den Servosaver nochmal neu einstellen. Dazu kommt hier auch ein Video. Idealerweise macht ihr das so. Ihr macht das während der Fahrt, geht bei euch vor die Haustür oder wo auch immer ihr das machen wollt. Guckt, ob er geradeaus fährt. Ich wohne hier in einer Tempo 30 Zone. Ja, da kann man das wunderschön an den Pflastern immer schön sehen, ob er geradeaus fährt. Und ja, dann habt ihr das Servo schon eingestellt. Für die Perfektionisten unter euch, ihr stellt es hier rüber ein. Dreht die Schraube also nach da, damit es länger wird, und nach da, damit es kürzer wird, oder auch andersrum. Und dann habt ihr es perfekt eingestellt. An dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Das Silver Assi. Ciao, ciao.